In Palm Springs gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten, vegan zu essen. Allerdings kann man sich überall ein bisschen was zusammenstellen. Ein Restaurant, in dem man auf jeden Fall veganes Essen bekommt, ist Sammy's Woodfire Pizza. Befindet sich ein bisschen im Shopping-Distrikt, also ganz nett, kann man einen Zwischenstopp auch dort machen. Und man kann hier zum Beispiel auf die Pizza veganen Käse bestellen und die sich dann selbst zusammenstellen. Also einfach die nicht veganen Optionen runter, die veganen Optionen raussuchen. Und man kann sogar die Pizza glutenfrei bestellen. Die haben also auch einen glutenfreien Boden. Dann gibt es noch ein paar einzelne Starters und einen Salat, der vegan ist. Und ansonsten einfach fragen, ob man was Veganes anderes bekommt, falls man nicht wirklich was findet, obwohl ich die Option ganz lecker fand. Als Vorspeise habe ich hier mal Idamemi, also gekochte mit Sesam und Meersalz besprinkelte Sojabohnen genommen. Kennt man normalerweise vom Japaner, hier gibt es beim Italiener. Lecker, ich mag die, gibt es nicht viel zu sagen. Dann gibt es hier einen Arugula und Quinoa-Salat, also Rucola und roter Quinoa mit Mandeln und allerlei Gemüse. Frisch, lecker, knackig, schönes Dressing, perfekt abgestimmt. Und hey, was hat die Pizza, für die Sammy's Wood feiert, Ofenpizza, so bekannt ist. Die hat einiges in sich, schmeckt echt super. Der Boden ist knusprig, hält, wie beim Italiener. Der Deja Vegan Cheese, der da drauf ist, ist sowieso lecker. Und ich habe jetzt noch Birne und Rucola mit drauf gewählt. Also, zu Sammy's Woodfire Pizza kann man auf jeden Fall gehen. Schönen selbstgemachten Eistee trinken. Eine meiner Empfehlungen für Palm Springs auf jeden Fall, Sammy's Woodfire Pizza. Ich lasse mir weiter meine Pizza schmecken.